Landwirt Praxistest. Steyr hat seine CVT-Baureihe überarbeitet. Die neuen Traktoren sollen einen höheren Arbeits- und Bedienkomfort sowie mehr Leistung und Wirtschaftlichkeit bieten. Dieses Werbeversprechen haben wir auf die Probe gestellt. CVT. Drei Buchstaben, die seit jeher für stufenloses Fahren stehen. Auch in den neuen Traktoren arbeitet das bewährte Stufenlosgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie. Die Software hat Steyr aber weiterentwickelt, um den Fahrkomfort zu verbessern. Die neue Baureihe umfasst 7 Modelle im Leistungsbereich von 150 bis 240 PS. Bei Transport, Zapfwellen und Hydraulikarbeiten stellt der Boost sogar 190 bis 270 PS zur Verfügung. Das bisher kleinste Modell, der 6130 CVT, fällt weg. Neues Flaggschiff ist der 6240 CVT. Die drei schwächeren Traktoren haben einen 10 cm kürzeren Radstand als die großen Modelle. Von außen hat sich nicht viel verändert. Der aktuelle CVT unterscheidet sich kaum von seinem Vorgänger. Unter der Haube arbeitet ein neuer FPT-Motor mit 6,7 Litern Hubraum. Die Wartungsintervalle hat Steyr auf 600 Stunden angehoben. Dank der weiterentwickelten SCR-Technik kommen die Triebwerke ganz ohne Partikelfilter und Abgasrückführung aus. Der Führungsschlitten der Anhängevorrichtung ist breiter geworden. So lassen sich schwere Gelenkwellen leichter aufstecken. Die neue Befestigung der Anhängerkupplung ermöglicht höhere Stützlasten. Auch in der Kabine gibt es Verbesserungen. Serienmäßig nimmt man auf einem Grammer Dual Motion Niederfrequenzsitz mit dynamischer Dämpfung und Stoffbezug Platz. Auf Wunsch gibt es auch den Grammer Maximo Evolution mit Lederbezug, aktiver Federung sowie Sitzheizung und Lüftung. Die einteilige Frontscheibe ermöglicht freie Sicht nach vorne. Auf Wunsch leuchten 16 LED-Arbeitsscheinwerfer das nächtliche Umfeld aus. Zur Serienausstattung gehören 12. Das bewährte Bedienkonzept mit Multicontroller, Folientasten und Touchscreen hat Steyr beibehalten. Neue Elektroniklösungen entlasten den Fahrer. Beispielsweise die Isobus 3-Technologie, mit der das Arbeitsgerät den Traktor steuern kann. Damit lassen sich zum Beispiel automatisch die Steuergeräte betätigen, das Hubwerk positionieren, die Zapfwelle ein- und ausschalten und die Fahrgeschwindigkeit den Bedingungen anpassen. Das neue Vorgewendemanagement lässt sich einfacher bedienen und bietet deutlich mehr Möglichkeiten. Die einzelnen Sequenzen kann man entweder während der Fahrt aufnehmen oder im Stand programmieren, zeit- oder wegabhängig. Beim Einsatz mit der 11 Meter breiten Mähkombination konnten wir das satellitengestützte S-Guide-Lenksystem ausprobieren. Es gewährleistet parallele Spurführung bei Geradeausfahrt und in Kurven. Steyr verspricht eine Genauigkeit von bis zu 2,5 cm. Der Fahrer kann die Hände vom Lenkrad nehmen und sich entspannt zurücklehnen. Für mehr Sicherheit auf der Straße ist jetzt bei den großen Modellen eine ABS-Option verfügbar. So bleibt der Traktor auch in kritischen Situationen lenkbar. Für hohen Fahrkomfort sorgen die serienmäßige Kabinen- und Vorderachsfederung. Rundherum findet man viele kleine Neuerungen, welche die Sicherheit erhöhen und die Arbeit erleichtern. Die Verbesserungen liegen zwar nur im Detail, man spürt sie aber deutlich. Für den neuen CVT verlangt Steyr Einstiegspreise zwischen 155.000 Euro und 214.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die neuen Traktoren sind ab sofort erhältlich. Die ersten Serienmaschinen sind bereits vom Band gelaufen. Unseren ausführlichen Fahrbericht mit weiteren technischen Informationen findet ihr in der Landwirtausgabe 15/2015.